Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier so seht. Heute habe ich für euch wieder eine Collaboration, die über Marys und meinen Instagram-Channel YouTubers Collaboration organisiert wurde. Und vom Datum könnt ihr euch schon vorstellen, um was es geht, nämlich um den Valentinstag. Und die Joanne von Nevada Nail Person, die hatte die Idee, dass wir das verbinden und nicht nur den Valentinstag nehmen, sondern es gibt ja auch Singles, die keinen Valentinstag jetzt feiern, die haben dann den Single Awareness Day. Wir haben also eine Kollaboration für den Valentinstag und den Single Awareness Day und wie immer gibt es alle Infos zu allen, die teilgenommen haben, unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch die anderen Videos ansehen. Es gibt jede Menge, wie immer, wunderschöne Designs. Und was machen wir als erstes? Wir schauen uns die tolle Collage an von der Mary, die die für uns wieder bereitgestellt hat, damit wir die alle benutzen können. Wir sehen uns gleich. Wie immer tolle Designs, natürlich lustig zu sehen, was die Leute machen, die den Valentinstag feiern und die Leute machen, die den Single Awareness Tag feiern. Da haben wir also auch einige dabei gehabt. Fand ich wirklich interessant, dass das kombiniert worden ist und hat uns auch total gefreut, dass wieder so viele mitgemacht haben. Ich mache heute für euch eine Valentinstag-Maniküre. Ich bin, wie viele von euch wissen, glücklich verheiratet, also bei mir gibt es Valentinstag. Was mache ich? Nichts Aufwendiges, einfach lackieren, stempeln, fertig. Naja, ganz so einfach wird es nicht. Ich habe also bis jetzt genommen den Sally Hansen Complete Care 7-in-1 Basecoat, immer einen Basecoat nehmen, bevor ihr die Nägel lackiert, damit die euch nicht verfärben. Dann habe ich hier den neuen Lack von I Love Nail Polish. Den habe ich über Harlow & Co. bestellt. Da gibt es ein Nail Polish Haul. Video ist direkt das vor diesem. Sollte jedenfalls so sein. Könnt ihr reinschauen, da könnt ihr alle Infos bekommen. Und diesen schönen grünen Lack habe ich als Unterton genommen. Ja, nicht alles ist pink und rosa am Valentinstag. Ich dachte mir, ich nehme mal eine andere Grundfarbe. Ist das also ein spezieller Ultra Holo, nennen die das, von ILNP? Der hat tatsächlich Regenbogen schon ohne spezielle Beleuchtung. Könnt ihr das sehen? Toller Lack, finde ich super. Eine Schicht und dann ist der schon deckend. Dann stempel ich heute mit der wunderschönen Dixie-Platte Nummer 07. Das ist die Love Plate. Die habe ich zusammen mit der Weihnachtsplatte gekauft. Die kamen beide zusammen raus. Die zeige ich euch gleich mal im Detail. Die habe ich nämlich noch nicht benutzt. Und stempeln werde ich mit zwei Moyo London Stamping Polishes. Das ist einmal hier der Cherry Fuzz. Das ist ein wunderschönes, richtig kräftiges Metallic Rot. Und dann habe ich hier den Frosted Lips und das ist ein Metallic Helles Pink. Da das beides Metallic Lacke sind, bei Metallic Lacken muss man immer aufpassen, dass man schnell arbeitet. Die trocknen nämlich relativ schnell und immer gut durchschütteln, bevor man die benutzt. Sonst ist das auch, kann das passieren, dass euch der Stempel die nicht aufnimmt. Versiegeln werde ich das Ganze wieder mit dem CND Vinylux, weil ich ja hier auch den Holo Polish habe. Das gibt immer so eine tolle Oberfläche und hält dann auch für die ganze Woche. Ich stempel mit meinem Big Bling, mit dem Big Bling Scraper. Ich habe es ja schon gesagt, ich benutze mehrere Designs von der schönen Dixie Plate Platte, die ich euch gleich zeige. Und eins der Designs werde ich verkleinern. Dazu benutze ich hier meinen Überschickstempel. Das ist der, wo der Stempel schon von vornherein eingequetscht ist, so dass, wenn man das stempelt und das aufmacht, dass praktisch das große Stempelkissen rauskommt und somit das verkleinert ist, das Motiv. Das seht ihr nachher auch, wenn ich das mache. Und dann schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz die Platte etwas genauer an. Wenn ihr meinen Nagel seht, dann seht ihr schon, hier oben haben wir solche Paarmotive, ein Junge und ein Mädchen, ein Herzchen, hier unterm Schirm mit Herzchen, hier ein Ehepaar und dann hier das Love-Motiv. Die sind alle sehr groß,
Also ich habe zwar jetzt momentan nicht wirklich sehr lange Nägel, aber die würden trotzdem nicht drauf passen, weil die einfach zu breit sind. Deshalb diese Motive muss man also verkleinern. Dann haben wir hier in der nächsten Reihe Motive. Herzen, Love You mit Herzen außenrum, dieses XO. Hier haben wir diesen Ausschlag mit dem Love, den Pulsschlag hier. Hier unten sehr schöne Herzen und hier verschnörkelte Schlüssel mit kleinen Mini-Herzchen drin, verschlungene Herzen. Hier haben wir Blümchen, dann auch fürs Frühjahr, es ist also auch eine Frühjahrsplatte. Das ist auch so ein ganz tolles, interessantes Splash-Motiv. Und hier unten in der letzten Reihe auch nochmal ganz toll aufgehängte Herzen. Hier dieses, ja, fast schon Kaleidoskop-Motiv und natürlich Unicorns. Die dürfen ja momentan nirgendwo fehlen. Da werde ich also auch nochmal was dazu machen. Ich werde also hier das Motiv mit dem Regenschirm benutzen, verkleinern. Ich werde dieses Motiv benutzen und ich werde hier unten dieses Motiv benutzen. Das werde ich doppelt stempeln. Den Regenschirm stempel ich aber nur einmal. Und dann geht es auch schon los. Wie immer, das läuft schneller. Zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und ich sehe euch dann hinterher mit dem fertigen Design. Bis dann. Bin ich wieder, alles ist fertig. Ich habe jetzt hier die Halogenlichter angemacht, damit man schön auch hier die Regenbogen sehen kann. Das hat heute wunderbar geklappt mit dem Verkleinern. Ich habe das hingekriegt, dass das richtig platziert ist. Ich bin da nämlich sehr verwöhnt von meinen Clear Jellies. Und wenn man das dann mit einem normalen Stamper mal wieder macht nach einer langen Zeit, dann ist das doch etwas schwierig. Aber hier mit dem Regenschirm und den kleinen Herzchen, schaut mal, wie süß das geworden ist. Und das hat genau gepasst. Da fehlen jetzt ein paar Herzchen, das ist aber nicht so schlimm, dass das hier genau auf meinen Daumennagel drauf geht. Auf den anderen Daumennagel habe ich dann diesen Schriftzug, der wie so ein Herzschlag aussieht, was aber im Endeffekt Love heißt. Und auch noch ein paar Herzchen drauf gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hier haben wir die Doppelstempelung von den beiden Motiven von der Dixie Plate. Grundsätzlich ist die Platte natürlich wie immer super. Da passt die Kate drauf auf. Wenn da was nicht ordentlich geritzt ist, dann gibt die die Platten nicht frei. Die sind also wie immer sehr, sehr schön. Ja, bitte nicht vergessen, auch bei den anderen Damen vorbeischauen und deren Videos anschauen. Mal sehen, was die so alles gemacht haben für Designs. Ich bin ganz besonders auf diejenigen gespannt, die hier den Single Awareness Day
sich vorgenommen haben als Motiv. Das werde ich mir also auf alle Fälle, natürlich werde ich alles angucken, aber da bin ich ganz gespannt drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen von unserer Collab. Ich freue mich schon auf die nächste, mal sehen, was es werden wird. Vielleicht was mit Frühling, mal sehen, wäre schön. Vielleicht was mit Sonne, wäre auch schön zur Abwechslung. Das war's dann also für heute. Falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare, bitte wie immer unten in den Kommentaren. Ich freue mich über all eure Kommentare. Ich lese alles und ich antworte auf alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos, wie immer, hier oben rechts in der Ecke ist immer ein Link. Da könnt ihr draufklicken, da seid ihr direkt abonniert. Und dann freue ich mich, weil dann sehe ich euch in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, wo immer ihr auch seid. Und bis zum nächsten Mal. Tata.